Bist du heute die Schirmfrau? Die Schirmfrau? Gibt es sowas beim Fußball? Naja, wenn es einen Schirmherrn gibt, muss es eine Schirmfrau geben. Nein, eigentlich bin ich eine Außerirdische, die gerade hier mit ihrem kleinen Raumschiff gelandet ist. Jawohl. Und sich jetzt gerade fragt, was hier abgeht. Später waren 22 Verrückte. 22 Fußballer. 22 Spiele. 22. Da unten hin und her sausen. 11 davon, also 10 jeweils unterschiedlich gekleidet. Also spielen zwei Mannschaften gegeneinander. Und die haben natürlich alle das gleiche Trikot an. Also oh, das ist aber blöd. Ey, wenn ich in die Schule kam früher und jemand hatte das gleiche an wie ich, das hat mich voll genervt. Dann gab es Bitchfight. Ja, Bitchfight. Gibt es auch Bitchfight beim Fußball, weil die alles gleiche anhaben? Nicht, weil sie alles gleiche anhaben. Aber die haben ja aber jeder auch eine andere Nummer. Ist das so ein bisschen die Individualität an der Sache? Das ist die Individualität an dem ganzen. Drei noch andere, die stehen immer nur rum und pfeifen gelegentlich und winken. Ich denke mal so, hier ist ein Fußballspiel. Ein Fußballspiel? Und ja. Was ist das? Auf unserem Planeten haben wir sowas nicht. Ja, das ist eine alte sportliche Veranstaltung, in dem Fall Fußball. Aha. Und dann müssen wir halt das Fußball erklären. Ne? Dass und das ist auch nicht so einfach. Mit dem Fuß im Ball spielt. Ja. Aber das ist halt eine Sportart. Wenn jetzt derjenige nicht weiß, der vom anderen Planeten kommt, was er Sport, wenn er sagt, was ist Sport, ne? Ja. dann muss man natürlich weiter ausholen dann. Ich wurde da ja reingeboren. Ich komme ja aus einer Familie von alteingesessenen Clubfans. Also ist Fußball eigentlich genetisch bedingt? Kann man sagen, ist eine Erbkrankheit. Und dann haben die da Netze wie beim Fischefangen aufgebaut, ja? Eine runden Ball und das Viereckige ist das Tor. Aha. Und das Runde muss in das Tor rein. Das ist Fußball und kein Schach. Stimmt, darum sind auch keine Damen dabei zum Beispiel. Ja, das ist ja ein komisch. Da ist immer ein Fußballspiel, da sind 22 Fußballer und die rennen nur einen Ball nach. Also ich finde es auch immer ab und zu ein Also ein paar mehr Bälle wären nicht verkehrt. Genau, ne? Hätte jeder einen und die bräuchten sich nicht umschreiben. Ja, eben. Okay, jetzt.